Hallo bei Bildner TV und einem weiteren Video über das Fotografieren von Vögeln. Echte Hingucker schafft man nur, wenn man viele verschiedene Aspekte beim Fotografieren beachtet. Licht ist natürlich ganz wichtig, aber natürlich auch die Technik, die Fototechnik. Wichtig sind auch der Hintergrund, die Farben, die Kontraste, all diese Dinge. Für mich jedoch das Allerwichtigste, Idee und Bildgestaltung. Und genau dazu haben wir für euch 8 Tipps zusammengestellt. Hi, mein Name ist Christian Haas und ich freue mich, dass ihr wieder bei Bildner TV vorbeischaut, eurem YouTube-Kanal zur kreativen Fotografie, aktuellen Kameras, Bildbearbeitung, Office-Themen und dem digitalen Leben. Wenn ihr unser letztes Video zur Vogelfotografie angesehen habt, habt ihr schon einiges an Grundlagen gelernt, die euch beim Fotografieren helfen. Ihr habt etwas über die richtige Fototechnik, also die Hardware, gelernt und auch schon hilfreiche Tipps bekommen, wie man sich ganz grundsätzlich den Vögeln nähert, um vernünftige Bilder hinzubekommen. Heute geht's schon einen Schritt weiter über die ersten Infos hinaus. Ich gehe mal davon aus, dass ihr eure ersten Versuche gemacht habt, technische Schwierigkeiten erkannt und vielleicht auch schon gelöst und behoben habt. Im nun folgenden Video geht es darum, aus einem erfolgreich fotografierten Motiv, also einem technisch korrekten Motiv, ein richtig gut gestaltetes Motiv zu machen. Also fangen wir gleich mal mit dem ersten Tipp an. Tipp 1, der Bildausschnitt. Schauen wir uns dazu ein Bild an. Hier haben wir eine Dohle, glaube ich, ist es, auf einer Lehne eines Stuhles. Was ist jetzt hier zum Thema Bildausschnitt zu sagen? Zum Bildausschnitt gehört einerseits, sich zu überlegen, möchte ich erstens den Vogel als Porträt sehen? Also das heißt, möglichst viel des Vogels im Bild haben. Das heißt, der Vogel soll also möglichst viel Fläche meines Fotos einnehmen, um also wirklich den Vogel im Detail zu zeigen. Oder möchte ich den Vogel in seiner natürlichen Umgebung zeigen, dann brauche ich natürlich auch mehr von der Umgebung, um einfach zu dokumentieren, wo lebt dieser Vogel, wo sitzt er gerade, was macht er gerade. Oder nächste Möglichkeit, muss ich sehr nah ran, möchte ich vielleicht nur ein Detail des Vogels zeigen, seine Federn, seine Augen, den Schnabel. Dann geht es darum, also zum Thema Bildausschnitt, arbeite ich im Hochformat, arbeite ich im Querformat, fotografiere ich auf Augenhöhe des Vogels oder habe ich irgendeine bestimmte Perspektive im Kopf? Also das sind alles Dinge, die ich mir vorher überlegen muss, um den Bildausschnitt so festzulegen, dass er auch meiner Bildidee entspricht. Kommen wir zum zweiten Tipp. Hier geht es um die Linienführung. Hier kommen wir jetzt, schauen wir uns gleich mal das nächste Bild an. Hier sind starke Linien im Bild zu sehen. Die Äste, dann auch die Stellung der Flügel, auch die Körperhaltung, auch die Füße. Und was auch ganz interessant ist in Bezug auf die Linienführung, das vergisst man immer mal wieder, die Blickrichtung des Vogels. Auch die Blickrichtung bzw. die Richtung, in die er gerade hier schreit, die ist ganz wichtig. Die zeigt also auch eine Bewegung, eine Richtung im Bild, nach der sich der Betrachter oder an der sich der Betrachter orientieren kann. Also diese ganzen Linien hier im Bild, die bilden eine Komposition zusammen mit dem Auge, dieser punktförmigen Struktur in der Bildmitte. Also diese ganzen Linien, die sollte man im Blick haben, wenn man seine Kamera ausrichtet. Hierzu direkt zum Bereich der Linienführung, da sollte man auch auf die Drittelregel achten. Denn auch die Drittelregel, die Drittelregel, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr wisst, was da gemeint ist. Drittelregel bedeutet ganz einfach, ich teile mein Bild in 9 gleiche Teile auf. Also ich habe praktisch eine Drittelung horizontal, 2 Linien, die durchs Bild führen, und eine Drittelung vertikal. Das heißt, entlang dieser Drittellinien und auch entlang der Schnittpunkte der Linien kann ich bildwichtige Details platzieren. Das ist also schon tiefergehend in Richtung Bildgestaltung und Linienführung. Was noch bei der Linienführung wichtig ist, mal abgesehen von der Drittelregel oder jetzt auch vom goldenen Schnitt, Strukturen und also jetzt in dem Fall, schauen wir nochmal aufs Bild, die Strukturen der Flügel und des Körpers, die Federn, die geben auch eine gewisse Richtung vor.
Was auch wichtig ist, die Lichtrichtung. Also hier in dem Bild sieht man jetzt, das Licht kommt von schräg links oben. Man sieht dann einen kleinen Lichtpunkt im Auge. Man sieht auch den Schattenverlauf jetzt direkt am Schnabel. Man sieht, wo das Licht herkommt. Auch das gehört in den Themenbereich Linienführung, Richtungen erkennen und für die Bildgestaltung nutzen. Der dritte Tipp, hier geht es um Fokussierung. Fokussierung ist ja in der Vogelfotografie immer ein Problem. Also ganz grundsätzlich, orientiert euch an den Augen. Also fokussiert auf die Augen. Schauen wir uns hier unser Beispielbild an. Also da ist es natürlich ganz heftig. Wir haben ja ein Close-up, ein echtes Close-up mit einer langen Brennweite aufgenommen. Klar fotografiert man hier, indem man auf die Augen fokussiert. Jetzt haben wir aber hier tatsächlich das Problem, sollte ich mich auf den Autofokus verlassen? Das könnte sein, dass der Autofokus, und ich glaube, hier ist es tatsächlich passiert, ein bisschen zu weit vorne angesetzt hat. Das heißt, die Federn, die hier über dem Schnabel hängen, die sind knackescharf und die Augen dahinter ein wenig unschärfer. Also dieses Bild jetzt zu kritisieren, das wäre dann Jammern auf hohem Niveau. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, dass in diesem Fall das manuelle Belichten interessanter gewesen wäre, besser gewesen wäre, falls ich denn mit einer Kamera arbeite, die mir ein ordentliches Sucherbild bzw. ein ordentliches Bild auf dem Monitor liefert, wo ich wirklich beurteilen kann, wo dann die Schärfe tatsächlich sitzt. Noch ein anderer Hinweis, viele Kameras haben ja heutzutage Gesichts- und Augenerkennung. Die ist bei Tieren normalerweise eher nutzlos, weil die Kameras, die Algorithmen, die dahinter stecken, sich auf menschliche Gesichter, auf menschliche Strukturen eher konzentrieren. Es gibt zwar auch Kameras mit Tierautofokus oder Augenerkennung, Gesichtserkennung bei Tieren, allerdings würde ich sagen, da würde ich mich jetzt nicht wirklich drauf verlassen. In unserem heutigen Video müssen wir uns leider auf 8 Tipps beschränken, sonst wird es einfach zu groß. Wenn ihr aber alles, aber auch wirklich alles über erfolgreiche Vogelfotografie lernen möchtet, dann schaut in unser Buch von Detlef Haase, einen echten Könner und Profi beim Fotografieren von Vögeln. Hier in diesem Buch erfahrt ihr nämlich wirklich alles über Kameratechnik, die richtigen Belichtungseinstellungen, vernünftiges Zubehör, Bildgestaltung, Bildnachbearbeitung, also auch die Arbeit nach dem Fotografieren. Hier unten findet ihr den Link zu unserem Shop und zum Buch. Das gibt es dann sowohl gedruckt fürs Regal als auch als E-Book für den Reader oder für den PC. Im Tipp Nummer 4 geht es jetzt um Bewegungen. Vögel in der Bewegung zu fotografieren ist so eine Sache. Je kleiner die Vögel sind, desto flinker sind sie, desto unmöglicher wird es eigentlich, die Vögel mit einer Kamera zu verfolgen und da vernünftige Fotos hinzukriegen. Deswegen unser Beispielbild. Große Vögel, die sind gut. Da kann man wirklich auch mal aus einer gewissen Entfernung mit einer langen Brennweite in Ruhe nachziehen. Also hier ist das Stichwort mitziehen. Die Technik des Mitziehens bedeutet, ich fokussiere auf einen Vogel oder eben auf ein anderes Motiv. Das kennt man auch zum Beispiel aus der Sportfotografie. Man fokussiert auf ein Motiv, am besten mit einem nachführenden Autofokus, und hält so das Motiv in der Schärfe und bewegt die Kamera eben mit. Dadurch bleibt, wenn man Glück hat und wenn man es drauf hat, wenn die Kamera auch schnell genug ist, bleibt der Vogel in der Schärfe, aber der Hintergrund wird verwischt, so wie hier bei unserem Beispielfoto. Also nichts könnte besser die Bewegung oder jetzt die Bewegung dieses Vogels verdeutlichen als eben die Technik des Mitziehens. Der Tipp Nummer 5, hier geht es um die Belichtung. Lieber manuell belichten. Es gibt sicherlich Situationen, Möglichkeiten, auch mit der automatischen Belichtung, zum Beispiel mit der Programmautomatik, korrekt belichtete Fotos hinzubekommen. Ich persönlich bevorzuge entweder halbmanuelle oder eigentlich eher die manuelle Belichtung. Ich mache lieber vorher 2-3 Testaufnahmen mit fest eingestellter Blende, Verschlusszeit und ISO-Wert und taste mich dann so an die korrekte Belichtung ran. Das kann funktionieren, das funktioniert in den meisten Fällen, wenn denn die Lichtverhältnisse gleich bleiben. Wenn die Lichtverhältnisse allerdings ständig wechseln und man irgendwo vielleicht im Zwielicht fotografiert und Vögel
von einem Ast zum anderen hüpfen und mal im Schatten, mal von der Sonne bestrahlt sind, dann könnte also tatsächlich eine halbautomatische Belichtung besser sein. Da würde ich dann auch die Messmethode Spot, also die Spot-Messung oder eine sehr begrenzte Belichtungsmessung der Kamera einstellen, um eben wirklich nur den Vogel und nicht den Hintergrund korrekt zu belichten. Dabei haben wir dann allerdings das Problem, ist das Gefieder, also jetzt, ich stelle mir einen Schwan vor, schauen wir uns ein Beispielbild an, hier ein Schwan, strahlendes Weiß. Wenn ich hier jetzt mit der Spotmessung draufgehe und dieses Gefieder des weißen Schwans ausmesse, dann wird mit ziemlicher Sicherheit das resultierende Foto etwas zu dunkel werden, weil die Kamera, die Belichtungsmessung, orientiert sich ja immer an mittlerem Grau. Das heißt, sie interpretiert jetzt praktisch dieses weiße Federkleid als grau. Dadurch wird das Bild einfach zu dunkel. Das heißt, ich müsste über die Belichtungskompensation dann einfach ein bisschen heller belichten. Umgekehrt, wenn ich einen sehr dunklen Vogel habe, so wie eine Krähe oder so, schwarzes Gefieder, dann werden die Bilder tendenziell eher zu hell und die Kompensation muss eben in die andere Richtung gehen, dass die Bilder dann dunkler werden. Das ist eine Sache des Ausprobierens, auch der Erfahrung, aber wie gesagt, anfangs vielleicht mit der Programmautomatik und wenn es da nicht so hundertprozentig funktioniert, dann über die Belichtungskorrekturfunktion, die ja jede Kamera hat, einfach ein bisschen heller, ein bisschen dunkler belichten, dann funktioniert es. Kommen wir zum sechsten Tipp und hier geht es jetzt um die Hintergründe. Achtet, egal auf welche Weise ihr Vögel fotografiert, achtet auf den Hintergrund. Aus eigener leidvoller Erfahrung, ich fotografiere ab und zu so wie so ein Angler, ich setze mich auf meinen Stuhl im Garten und wenn dann irgendwie ein Vogel vorbeikommt, versuche ich ihn zu fotografieren, das ist sehr entspannend. Allerdings meistens sitzen die Vögel natürlich irgendwo im Geäst, in irgendwelchen Bäumen und Sträuchern und diese Hintergründe sind extrem schwierig in eine vernünftige Bildgestaltung einzubeziehen. Also idealerweise sitzt der Vogel irgendwo, wo nichts im direkten Hintergrund zu sehen ist. Das bedeutet, ich fotografiere meistens mit langer Brennweite sowieso, was die Schärfentiefe reduziert, zusätzlich noch mit relativ weit geöffneter Blende, also mit kleinem Blendenwert, was die Hintergrundunschärfe noch mehr zur Geltung bringt. Und dann muss ich aber trotzdem noch darauf achten, dass jetzt da nicht irgendwelche Äste oder sowas im Hintergrund hängen. Deswegen schauen wir uns hier mal das Beispielbild an. Hier ist es wunderbar gelöst, lange Brennweite, offene Blende und der Hintergrund ist so weit weg, dass er wirklich komplett in Unschärfe verschwimmt und absolut nicht von den Vögeln hier ablenkt. Also das ist mein Rat, achtet wirklich auf den Hintergrund und wenn möglich, seht zu, dass die Vögel irgendwo auf einem freistehenden Ast sitzen oder so und der Hintergrund weit weg ist, dann kann eigentlich nichts passieren. Der Tipp Nummer 7. Der ist jetzt schon eher was für Fortgeschrittene, würde ich sagen, weil man da doch, man muss sich Orte suchen, ganz bewusst hingehen. Also sowas kann man eigentlich nicht so im Vorbeigehen mal machen. Es geht um Spiegelungen, Wasserspiegelungen, Teiche, Wassertränken, wo sich die Vögel drin spiegeln. Naheliegend ist natürlich ein Schwan, der irgendwo sanft auf einem See rumtreibt. Da kann man dann auch in Ruhe fokussieren. Man kann die Bildgestaltung so aufbauen, dass zum Beispiel die Wasserfläche das Bild nach der Drittelregel aufteilt. Ich habe dann im oberen Bereich den Schwan, im unteren Bereich die Spiegelung des Schwans. Das kann ganz interessant aussehen. Allerdings würde ich sagen, richtig interessant wird sowas, wenn man sich bewusst versucht, einen niedrigen Kamerastandpunkt zu wählen. Schauen wir noch ein Beispiel an. Also wir haben hier den Vogel, auch quasi diesen Horizont, also dieses Gras, das da aus der Wasserfläche rausschaut, teilt das Bild fast in der Mitte. Also es ist fast ein symmetrischer Aufbau, was auch ganz interessant ist. Wir haben die Spiegelung unten und der Kamerastandpunkt war relativ niedrig. Wie gesagt, sowas macht man eher geplant, dass man sich auch wirklich mal mit einer Isomatte irgendwo hinlegt und sagt, okay, jetzt warte ich einfach, bis die Vögel da vorbeikommen und versuche aus einem möglichst niedrigen Standpunkt solche Spiegelungsaufnahmen hinzukriegen. Hier noch eine Beispielaufnahme, also das hier sind jetzt die Schwäne, von denen ich vorhin geredet habe, auch in der Bewegung erwischt. Das sieht auch ziemlich cool aus. Also diese Spiegelungsaufnahmen sind immer ein Hingucker. Allerdings, wie gesagt, muss ein bisschen geplant werden. Aber es lohnt sich absolut, auf Wasserspiegelungen zu achten. Und zu unserem achten und letzten Tipp, achtet aufs Licht.
Ich persönlich stehe drauf, wenn Licht sanft ist, wenn Licht einen eigenen Charakter hat. Also wenn ich irgendwo mittags fotografiere, dann ist normalerweise, wenn es denn nicht bewölkt ist, einfach nur brachiales Licht. Sonne knallt rein. Wir haben eine Farbtemperatur von ungefähr 5500 Kelvin, also ein bisschen bläulich. Nichts Besonderes. In der Tierfotografie, beim Fotografieren von Vögeln, finde ich, dass morgendliches oder abendliches Sonnenlicht, wenn also die Sonne relativ niedrig steht und das Licht so über die Landschaft streift, einen ganz besonderen Charakter hat. Hier ein Beispiel. Also diese Aufnahme entstand abends in einem sanften, rötlichen Sonnenlicht. Die finde ich wirklich wunderschön, weil einfach, was nicht, der ganze Charakter zeigt Wärme, das zeigt irgendwo eine Stimmung, eine Lichtstimmung, eine Naturstimmung, die anspricht. Man kann es schlecht in Worte fassen, aber auf Lichtstimmungen zu achten, ist so die Kür. Bildgestaltung, dritte Regel, das ist, kann man alles gut lernen, aber ein Gefühl dafür zu entwickeln, wann Licht interessant wirkt, wann Licht schön wirkt, was heißt schön, schön ist ein sehr relativer Begriff, aber man muss tatsächlich auch seinem persönlichen Geschmack folgen. Vielleicht findet jemand hartes Sonnenlicht ganz toll und die knackigen Kontraste, die da entstehen, das kann auch was haben. Aber wie gesagt, ich persönlich würde eher am Morgen oder am Abend fotografieren, also ich eher am Abend, weil ich spät aufstehe. Aber also immer irgendwo, wenn Sonnenlicht warm ist, wenn das Sonnenlicht relativ niedrig steht, dann finde ich, sind die schönsten Lichtstimmungen da, um Vögel in freier Natur zu fotografieren. Natürlich muss man auch dazu sagen, je später der Abend dann ist oder je früher ich fotografiere, desto weniger Licht ist natürlich auch da. Das kann dann natürlich problematisch werden bei der Belichtung. Gerade wenn man mit langen Brennweiten fotografiert, brauche ich relativ kurze Verschlusszeiten, um nicht zu verwackeln. Oder ich fotografiere natürlich mit Stativ. Gut, normalerweise sollte man sowas eh mit Stativ machen. Aber die Verschlusszeiten sind immer so ein Thema. Beziehungsweise selbst wenn ich dann eine Verschlusszeit habe von, was weiß ich, einer 125. Sekunde, wenn der Vogel relativ still sitzt, geht es vielleicht noch. Habe eine offene Blende von 4. Muss aber dann schon mit ISO 800, 1000, 1200, 1600 fotografieren, dann kann die Bildqualität schon drunter leiden. Deswegen ist es immer so eine Sache, warte ich wirklich bis zum letzten Augenblick mit meinen Fotos oder nutze ich dann doch noch ein bisschen mehr Tageslicht, um einfach auch die Belichtung ansprechend zu gestalten, also mit relativ niedrigen ISO-Werten zu arbeiten. Ihr seht schon, viel Tüftelei, viel Spielerei, aber ich meine, darum geht es ja in der Fotografie. Man muss ausprobieren und kommt dann irgendwann zu Bildern, auf die man richtig stolz ist. Und dafür sind unsere Tipps heute da gewesen. So, das waren jetzt unsere 8 Tipps zur Bildgestaltung beim Fotografieren von Vögeln. Bitte erwartet nicht, dass ihr mit diesen Tipps im Hinterkopf nun auf Anhieb perfekt gestaltete Aufnahmen hinbekommt. Ebenso wie man die Bedienung einer Kamera lernen muss. Muss man sich die Bildgestaltung auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, die eigenen Fotos kritisch betrachten, analysieren, aus Fehlern lernen. Es dauert eine Weile, bis man zum Beispiel die Drittelregel ganz automatisch anwendet oder einen Blick für Helligkeits- und Farbverteilung entwickelt. Wie der Volksmund so sagt, es ist noch kein Vogel vom Himmel gefallen oder war es vielleicht doch der Meister, der vom Himmel fällt. Wie auch immer, bleibt dran. Abonniert unseren Kanal für noch mehr Fotofutter, habt Spaß mit der Kamera, seid kreativ. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.